Hey Leute, heute möchte ich euch mal ein etwas günstigeres Messer vorstellen. Ist schon längere Zeit her. Da war ich mal beim Norma, da gab es ein Angebot zu Taschenmesser. Und da war eins, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen und wollte mal wissen, ja, was das Messer so taugen tut. Und naja, schauen wir es uns mal an. Kommt mir, ist noch in diesen Plastikverpackungen, die ich nicht mehr habe. Aber die Daten, die hinten drauf standen, weiß ich noch ungefähr. Also mit dieser Nylon-Pouch oder Nylon-Tasche fühlt sich eigentlich sehr, naja, doch billig an. Mit Klettverschluss hätte mir besser gefallen, wenn es einen Torknopf gehabt hätte. Hier hinten, ja, kann man sich sein Gürtel machen. Da passt ein Gürtel von 7,5 cm rein. Tun wir mal das Messer raus. Schauen es uns so an. Da haben wir im geschlossenen Zustand eine Länge von 13,5 cm. Hier das Material müsste Metall sein, Leichtmetall oder irgendwas. Und Holzeinsätze finde ich eigentlich nicht so schlecht aussehend. Mit hier so einem Pocket Clip. Klingenstand ist eigentlich, ja, sehr gut bei dem Messer. Wurde ausgezeichnet als Zweihandmesser. Aber ja, also es ist schon sehr fest, aber wenn man hier mit dem Daumen reingeht, kriegt man das Messer auch so auf. Da schauen wir uns die Klinge mal an. Zoom. Da steht hier auf der Klinge jetzt T2. Aber ich weiß noch, dass auf der Verpackung drauf stand, dass das 440er Stahl ist. Und ja, auf der anderen Seite steht überhaupt nichts. Da haben wir eine Klingenlänge von 8,5 cm und eine Klingenstärke von 5 mm. Und eine Gesamtlänge bei dem Messer haben wir von 22 cm und hier eine Griffstärke haben wir von 1,3 cm. Also das ist schon ganz schön dick, das Messer. Und das Messer hat ein Gewicht von 220 Gramm. Und ja, kommen wir gleich dazu. Und vor kurzem habe ich mal so ja, im Internet rumgeschaut und habe eigentlich was sehr Amüsantes gefunden, meiner Meinung nach. Das Messer ist ja ein Klon, Kopie, was weiß ich, von einem MTech-Messer. Hier, wie man sehen kann. Also, ja, ich hoffe, es kann ich jetzt einigermaßen so einfangen. Also, wie man ja sieht, das Messer hat sehr Ähnlichkeiten mit dem, was von MTech ist. Aber ja, tun wir das wieder zur Seite. Und schauen nochmal so weiter. Der Liner steht eigentlich gut. Machen wir es nochmal auf. Ja, der steht eigentlich sehr gut. So, schauen wir mal, ne, wie die Verarbeitung ist. Ja, okay, hier ist die Griffschale nicht ganz komplett angepasst. Da haben wir kleine Dinger, wo man leicht durchschauen kann. Der Spacer ist eigentlich auch, ja, sehr schön, der da hinten mit eingebaut wurde. Ja. Das Messer liegt eigentlich, ja, doch gut in der Hand. Hier dieser Clip, weil der da ein bisschen höher geht, drückt ein bisschen hier in der Hand, finde ich. Das ist nicht so angenehm, aber ja, ist halt Geschmackssache. Wie schon gesagt, man kann ja auch den Gürtelclip abbauen und dann nur diese Gürteltasche benutzen dafür. Der Liner, ja, steht eigentlich sehr hoch, hat eigentlich einen guten Grip. Also, ja, das ist meiner Meinung nach auch okay, ist nicht zu scharfkantig.
kann man lassen. Ja, und jetzt schauen wir noch, was so die Schneidperformance hergibt von dem Messer. Ja, okay, doch. Schneidet doch einigermaßen. Also, für den Preis beklage ich mich nicht von 6,99 eigentlich. Und durch die Klingenstärke und das Ganze ist, finde ich meiner Meinung nach, das Messer auch sehr brauchbar. Hier oben haben wir auch noch, ja, so eine angeschrägte kleine Fehlschärfe. Oh ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben und tschüss.